Come here now, girl. So Leute, ich bin gerade eben aufgestanden, beziehungsweise wir sind aufgestanden. Es ist irgendwie 9:30 oder so. Ich habe richtig scheiße geschlafen. Ich hoffe, ihr hört mich gerade wegen dem Verkehr. Ich bin gerade wieder auf dem Balkon draußen. Zieht euch mal die Scheiße hier rein. Wie viel man hier sieht. Richtig schön, Alter. Bei Nacht hat man nicht so viel gesehen. Aber jetzt sieht es doch ziemlich nice aus. Ja, hey, es gibt ja noch Frühstück, was inklusiv ist, ne? Ich würde sagen, das gönnen wir uns gleich. Und dann müssen wir dann auch schon wieder weiter, weil das Zimmer um 10 müssen wir was abgeben. So Leute, wir sind jetzt hier irgendwo auf einem riesen Berg oben, sehr kurz vor der französischen Grenze, die ist irgendwie gerade hier, das ist ein riesen Tunnel gleich. Ja, wollte ich kurz mal Bescheid sagen, wir sind gleich in Frankreich. We'll be right back.
So, wir sind in Monaco angekommen und zieht euch doch einfach mal diese fette Aussicht rein, Alter. Wie nice ist das, Mann? Wunderschön über die ganze Bucht hier. Es ist so heftig, Alter. Hier ist so eine kleine Baustelle, so, keine Ahnung. Aber zieht euch das mal rein. Leute, wir sind in Nizza angekommen, waren gerade eben bei Mc's, ich habe mir einen McWrap gegönnt und ich muss sagen, es war eindeutig besser als in Italien. Ich konnte es essen, hat geschmeckt. Wir haben jetzt zum Glück noch ein Hotel gefunden für heute Nacht, wo wir dann schlafen werden, das ist auf jeden Fall nice. Ja, da werden wir jetzt kurz hinfahren, können wir endlich mal ein bisschen chillen da. So, wir haben es geschafft, wir sind angekommen in Hotel in Nizza. Wunderbar, Digga. Ich zeige euch mal ein kurzes Zimmer hier, sowas wie Bett oder so, keine Ahnung, es ist echt nichts Großes. Hier aber wenigstens der Fernseher ist einigermaßen groß, das Licht ist hier richtig scheiße, ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall Leute, wir wollten erst ein anderes Hotel buchen, wurden dann irgendwie geupgradet, ich habe keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal das wunderschöne Bild hier. Ja, wir wollten eigentlich in ein anderes Zimmer gehen, wir haben irgendwie die Zimmernummern vertauscht, so, keine Ahnung. Wir gehen da rein, die Karte zum die Tür öffnen funktioniert sogar, da liegt eine Chick drin, Alter. Wir haben keine Ahnung, wieso erstens wir da reingekommen sind, warum das Zimmer belegt war, wir haben jetzt ein anderes bekommen. Die Karte ging einfach für die Tür, obwohl das nicht unser Zimmer war. Ich denke mir so, what the fuck, Alter. Auf jeden Fall, wir sind jetzt angekommen hier, chillen noch ein bisschen, gehen dann auch schon pennen. Und ich würde sagen, Leute, das war's auch schon von diesem Tag heute. Es wird jetzt wohl nichts mehr passieren. Wir schauen noch ein bisschen Fernsehen hier. Wenn man das erkennen kann, Digga, wie dunkel das ist, Mann. Ne? Wie dunkel das ist. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und ciao.